الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الأخيار المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى الآخرين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. Die 23. Frage an Pierre Vogel ist: Glaubst du daran, dass alle Juden und Christen ins Paradies gehen werden? Alle. Ausnahmslos werden alle ins Paradies gehen. In Sahih Muslim, Band 8, Seite 108, 104, lesen wir über Abi Musa al-Ash'ari. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكم من النار. Das heißt, wenn Tag der Auferstehung kommt, Allah subhanahu wa ta'ala schickt pro Muslim einen Juden oder Christ und sagt, dass er, das ist eine Befreiung aus der Hölle. Das heißt, jeder Muslim darf sich für einen Juden oder einen Christ einsetzen, um ihn vor der Höllenfeuer zu retten. Das befindet sich auch bei Ibn Majah in seinen Sunan, Band 2, Seite 1434, über Anas. Und es wird dann auch was dazu hingefügt: In hadhihi al-umma marhuma adabuha bi-aydiha. Das heißt, diese Umma ist begnadigt, ihre Qual befindet sich zwischen ihren Händen. Und As-Suyuti hat das auch herausgegeben im Band 5, Seite 251, über Abi Hatim al-Tabarani und Majma' al-Zawa'id, Band 7, Seite 95. Und er sagte, dass al-Tabarani dieses auch herausgegeben hat. Und er sagt: وفيه سلامة بن رونج وثقه بن حبان وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات. Das heißt, die Gefäßmänner davon sind alle vertrauenswürdig. Und über Ahmad ibn Hanbal ist dieses auch herausgegeben worden, Band 4, Seite 407 und 408 und Band 4, Seite 391 und 398 und 402 und 410 in verschiedenen Versionen. Und Kanzul Ummal hat das auch herausgegeben, Band 1, Seite 73 und 86 und 12 und 190 und 159 und 170 in verschiedenen Versionen. In Ad-Durr al-Mansur, oder ich lasse erstmal hier bis da, mit der Hoffnung, dass du auf diese Frage antwortest. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.